Ja, mittlerweile ist auch schon ein halber Tag hier auf der Global Art of Perfumery vergangen. Und wir haben ganz, ganz viele sehr interessante Dinge gehört. Und jetzt geht es weiter mit Frau Beck. Frau Beck, was gibt es denn bei Ihnen Neues? Oh, es gibt vieles Neues. Es hat sich viel getan in der letzten Zeit. Also wir haben jetzt eigentlich aus der Gesichtspflege von Corres wieder super schöne Neuheiten bekommen. Mhm. Eine neue Serie, die jetzt ganz neu auf dem Markt ist, die ich jetzt allerdings leider nicht dabei habe. Aber unter anderem, was sehr schön ist, die Wild Rose Creme. Die Wild Rose Creme ist eigentlich die Bestseller Creme. Das war die erste Creme, die von Yorgos Corres aus Griechenland damals entwickelt worden ist. Und da gibt es jetzt mittlerweile eine Creme, die jetzt auch für Mischhaut und ölige Haut eben auch anzuwenden ist, die vorher war eben für eine normale bis trockene Haut und ist natürlich im Sommer nicht für jedermann immer geeignet, ist aber einfach die Lieblingscreme, sie zieht super schnell ein, sie hat eine ganz tolle Konsistenz, riecht wahnsinnig angenehm, ist für Frische und Ausstrahlung sorgend und durch aufbauenden Effekt, also auch so ein bisschen Anti-Aging und da haben natürlich sehr viele drauf gewartet, dass es einfach natürlich auch für den Sommer eine leichtere Konsistenz gibt. Und da haben wir endlich die Lösung für da. Was ist genau das Besondere an dieser Creme? An der Creme ist, also ich würde einfach mal sagen, an Corres ist einfach so das Besondere, dass Corres aus der ältesten homöopathischen Apotheke Athens stammt, also aus Griechenland. Es ist eine Naturkosmetik-Marke, eine Marke, die paraffinfrei ist, die parabenfrei ist, silikonfrei ist. Also im Prinzip alle Vorteile, die man sich eigentlich wünschen kann, aber trotzdem eine sehr, nicht junge würde ich jetzt nicht sagen, weil es ist nicht nur für junges Publikum eigentlich geeignet, sondern es ist eine Marke, die sehr ansprechend einfach wird. Sie hat ein modernes Design, sie hat eine sehr ästhetische Aufmachung, dass man einfach auch stehen bleibt, sehr modern und von dem her natürlich super verträglich, aber trotzdem einfach diesen Sprung schafft, nicht nur Naturkosmetik zu vereinen, sondern wir sind in erster Linie im privaten Fachhandel vertreten, sehr selektiv vertreten und von dem her einfach auch mal wieder ein anderes Publikum in die klassische Parfümerie natürlich irgendwo auch noch. Wo kann man die Produkte erwerben? Ist unterschiedlich. Also wir haben verschiedene Bereiche. Wir haben vor 8 Jahren mittlerweile schon angefangen in Department Stores, Beauty Stores, in erster Linie privat geführte Parfümerien. Aber wir haben natürlich auch sehr exklusive Apotheken, die sich so ein bisschen neu spezialisieren, aber in erster Linie auf jeden Fall privater Fachhandel. Haben Sie eine Firmenphilosophie? Wofür steht Corres? Corres steht schon für Naturkosmetik, absolut, definitiv, aber es ist einfach auch eine Kultmarke, sage ich jetzt mal. Corres ist eine Kultmarke in der Hinsicht, es ist in über 35 Ländern international vertreten, ist aber nicht über die Apotheke gegangen, obwohl es aus der Apotheke entstanden ist, aber trotzdem, wie gesagt, im privaten Fachhandel einfach zu finden ist und da ist die Philosophie, es ist eine gute Frage. Philosophie. Wir stehen für Naturkosmetik, aber trotzdem die moderne Art der Naturkosmetik. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Warum denn gerade hier auf der Messe? Wir waren auf mehreren Messen, hatten aber die letzten Jahre eigentlich nicht mehr so das Interesse an Messen, weil einfach viele Marken einfach auch mittlerweile nicht mehr so dran teilgenommen haben. Global Art war mal letztes Jahr auch das erste Mal dort und haben gesagt, wir gehen definitiv wieder, weil einfach auch viele andere schöne Marken mittlerweile zu beobachten sind, dass sie wieder eigentlich auftauchen, aber auch von den Eigentümern ist es sehr, sehr schön, die auch viele Jahre nicht mehr auf Messen gegangen sind und mittlerweile auf die Global Art sehr gerne gehen, weil ja unter anderem sehr viele Nischenmarken wieder da sind und das sehr interessant ist, vor allem für den heutigen Markt. Sie haben ja gerade erwähnt, Sie waren letztes Jahr schon mal hier. Was war denn das Highlight letztes Jahr? Oh Gott, das Highlight. Für uns ist eigentlich immer das Highlight, natürlich die bestehenden Kunden einmal wieder zu treffen und natürlich die Zusammenarbeit zu intensivieren. Und von dem her sind wir eigentlich für unsere Kunden da, glaube ich. Das ist das Besondere für uns. Mhm. Sind Sie nächstes Jahr wieder da? Ja, ich hoffe, auf jeden Fall. Sehr schön. Dann wünsche ich Ihnen noch viele schöne Gespräche auf der Messe. Danke, und bedanke mich für das Interview. Sehr gerne. Dankeschön. Danke.